Na, hast du mich vermisst? Dein Löwe ist zurück. Geiler als je zuvor. Willst du mich anfassen? Na, dann komm doch her. Pass auf, ich bin aber kitzelig. So geil. Mein Erotikkalender 2020 wartet auf dich. Ja, the wait is over. Das Warten hat ein Ende. Hier ist der MC Smoke Erotikkalender 2020 von meiner Wenigkeit. Fotos geschossen von Veganius. Ja, jedes Jahr aufs Neue eine Riesenfreude, so ein Ding irgendwie immer zu machen. Einerseits macht es uns natürlich Spaß, uns neue Motive zu überlegen, irgendwie das vorherige Kalender-Ding halt zu toppen. Das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder geschafft, vor allem auch an der Qualität der Fotos, finde ich noch nicer als letztes Jahr. Andererseits natürlich noch eine größere Freude sehe ich halt, wie viele daran Interesse haben, auch in den letzten Jahren sich das Ding geholt haben und es dann wiederum verschenkt haben, vor allem an Weihnachten. Es eignet sich ja als passendes Weihnachtsgeschenk. Und deswegen ist die Motivation jetzt zum vierten Mal in Folge sehr hoch gewesen, euch ein tolles Produkt zu liefern. Natürlich diesmal auch mit einem QR-Code versehen, sprich ein Mixtape dabei und diesmal wirklich was ganz Besonderes. Einige Hardcore-Fans kennen bestimmt noch das Tiertape aus dem Jahr 2015. Dieses Mal ist Tiertape 2 hier drauf, die Leiden des jungen Löwen, 36 Anspielstationen, eine ganze Geschichte, eine Weihnachtsmärchengeschichte, also ist nicht auf Weihnachten basierend, aber es eignet sich zum weihnachtlichen Fest hin, weil eine schöne Geschichte erzählt wird, die so ihren Lauf nehmen wird. Und das Tolle ist, es ist ein bisschen aktiver, dynamischer gestaltet als sonst andere Alben, die man kennt. Das ist alles in der Dropbox drin. Das heißt, da werden noch ein paar Feature-Parts demnächst aktualisiert und vielleicht noch ein paar Songs hinzukommen. Das ist eine coole Sache. Das gibt es alles in meinem Shop. Ihr wisst Bescheid, mcsmoke.de. Jetzt endlich auch. Wow, wir sind angekommen im Jahr 2020. Endgültig. Auch über Mobile Phones kann man jetzt meinen Kalender bestellen. Da habe ich ein bisschen aufgerüstet und generell aufgerüstet. Ich kann mal reingucken hier in die Kalenderblätter. Na, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen. Also der Januar, okay, der ist der Wahnsinn. Und ich verweise auf den Juni. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen soll. Ich mache ganz kurz. Also Veganius meinte, ist too much. Ich denke mir, nice. Ach, mehr möchte ich noch nicht zeigen. Wenn ihr Interesse dran habt, holt es euch den Erotikkalender 2020. Es ist wunderschön geworden. Glaube ich.